Ja, hallo, ich grüße dich. Nämlich, es geht um die Thematisierung des 18.8. Ja, die menschenfreundliche 8. und die menschenfreundliche 18. und ebenso die menschenfreundliche 8, also die 18 und die 8, obwohl nicht ganz das gleiche, ja, die spannen durchaus zusammen natürlich und so heute ein optimaler Tag, dir zu überlegen, ja, wie stehst du zu den Menschen, Umgang mit Menschen, ja, da kommen ja gerade die Bücher von Dale Carnegie. Hast du das auch gelesen früher? Das war so ein Klassiker, oder sind es auch jetzt noch? Sorge dich nicht, lebe und wie man Freunde gewinnt. Oder so ähnlich. Also sind einfach diese zwei Klassiker. Ja, da geht es halt sehr stark, eben gerade in meinem Buch, also wie man Freunde gewinnt. Warte jetzt mal, jetzt muss ich gerade mal schauen. Habe ich das hier? Nein, ich habe es nicht gerade hier. Ja, auf alle Fälle, also wenn du Dale Carnegie, also dieser Autor, der ja viele Menschen befragt hat und so, ja, wie man mit Menschen handhabt, ja, also du findest da garantiert was, ja. Auf alle Fälle, ja, eben ein wichtiger Tag hat für das Handling, für das Miteinander. Das kannst du heute üben, du kannst heute kontakten, du kannst heute also das Gemeinschaftliche fördern, du kannst aber auch das Schöne, Angenehme, Genussvoll, Harmonische, Friedliche, also die Acht ist ja sehr, sehr präsent. Also das ist ja ganz ähnlich wie schon beim Achten. Achten, also es geht da wirklich darum, auch die Acht gebührend zu pflegen. Sehr praktisch alles natürlich, sehr musisch, künstlerisch, kreativ, gestalterisch natürlich auch. Ja, solche Dinge auch. Und eben was die Persönlichkeitsentwicklung anbelangt, also bist du selbst schon recht stark im inneren Frieden. Das zum Beispiel im inneren Frieden, in der inneren Harmonie. Das gibt die Kommunikationszahl 26, ja, 18 plus 8. Ja, die 26 ist die Zahl des Kraftvollens und des praktischen Denkens. Also ganz grundsätzlich heute freudige, kraftvolle Gespräche und dann auch, wenn es etwas genauer zu betrachten gibt, also kann man natürlich auch dies und das im Gespräch analysieren, aber das doch in einer engagierten, herzblutbetonten Richtung so. Genau. Menschen, die an einem 18.8. geboren sind, ja, die haben spezialisierte, geniebetonte Möglichkeiten mit der 8. Ja, grundsätzlich die 18 an stärkster Stelle, die 8 verstärkt das natürlich noch super für, sag's immer wieder, Handel, Verkauf, Gastgewerbe, Freizeit- und Vergnügungswesen. Kann auch Fürsorge, Sozialwesen sein, überall dort, wo man mit Menschen zusammen ist, wo man es schön haben kann, auch gemeinsam genießen kann, wo Kontakte eine Rolle spielen. Genau. Menschen, die am 18.8. geboren sind, die können eine Verbindung zu solchen haben, die an dem 26. geboren sind. Oder wie Sie die 26 als Kommunikationszahl haben, zum Beispiel 25.01. oder viele andere Kombinationen. Oder jetzt auf die Tageszahl bezogen, geht auch auf die 18 bezogen, zum Beispiel 8.10. oder 10.08. oder 9.09. Also gibt es x verschiedene Möglichkeiten. Ja, dann wünsche ich doch dir heute einen möglichst friedlichen, angenehmen, schönen, genussvollen Tag. Wir sehen uns. Bis bald.